Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Jo, wir sind bekannte Zuchthausinsassen. Hier komme ich gar nicht rein. Wie die aussehen, ne? Mit so kleinen komischen Beinen, aber so riesigen Schrankoberkörpern. Ja, auch. Oh, wer ist hier denn drin? Ne? Hallo. Wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er die Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast der Raumstraße vor. Bank. Bank kann ich auch nicht benutzen. Ist das hier? Nein, das ist auch nicht Ausgang. Das auch nicht. Das wohl. Na, die Tür steht aber offen. Okidoki. Schrank, Tür, zu. Auch zu. Polizist. Wieso haben die Zylinder auf? Total unpraktisch. Die Katze. Gut, wir gehen hier erst mal gucken, ob wir irgendwie rumnerven können. Hallo. Hallo, ich bin Alice. Polizeibeamte. Hier unterschreiben, wenn's geht. Nö. Die Frauen sehen einigermaßen normal aus. Die Männer sehen alle aus wie Trolle. Oh, ja, ich komm mit. Wo sehen? Katze? Jo, komm raus aus dem Knast, gleich wieder Kopf-Kopfsteinpflaster. Das hier sieht aber mehr aus wie das Wunderland als wie... Oh, da ist ein Typ. Hallo. Er verzaubert mich. Er macht das auch. Das ist hier... Oh, das ist ein Gefängnissport. Ja, ich nehme an, wir sind wieder im Wunderland und haben jetzt erstmal das andere Kapitel Herzkönigin abgeschlossen. Also Herzkönigin wegen dem Gang. Das andere gehört zum anderen Satz. Und Fleisch. Lecker Fleisch an der Wand. Im Reich der Königin. Jo, hier sind dann auch Tentakel. Ich gehe mal lieber nicht mit Alice zu nah an die Tentakel. Wer weiß, was passiert. Okay, nee, das ist aber... Nee, das sieht wirklich aus wie das Wunderland. Riesiges Tentakelmonster. Das wird was. Anscheinend sind wir jetzt im schöner Himmel. Oh, ja, im nächsten Kapitel. Sieht immer nett aus. Und wir haben das alte Kleid an. Ich habe es fast schon vermisst. Weil es eigentlich, glaube ich, sogar noch am coolsten aussieht. So. Klassisch. Okay. Okay, das sind dann die neuen Ventilatoren, die uns beim Hüpfen helfen. Und das hier ist extrem interessant, weil ich hier immer nicht weiß, was was als nächstes kommt. Und die Karte hat mich gerade ganz schön bestrogen. Bestrogen hat die mich. Ich werde es hier mal nicht so schlecht halten. Da lang und da runter und überall nur Zweien und alles Kreuz 2 und Kreuz 5 und Kartenventilator und Kreuz 4. Rutsche. Ja, Kreuz. Und wir sind wieder auf Autorun. Moment. Okay, jetzt geht's wieder. Das heißt, wir haben jetzt auch wahrscheinlich neue Gegner. Entweder so Kartenmännchen oder... Keine Ahnung. Ich schätze mal Kartenmännchen. Das würde Sinn ergeben. Wo ist mal? Hier, komm. Mal irgendwie so ein Ding her. Wir gehen erstmal hinten lang, weil eventuell ist hier ein Geheimnis. Irgendwo. Was war das? Oh, da ist eins. Sehr gut.
Jo, ne, war gut, dass wir hingegangen sind. Hier sind wahrscheinlich noch ein paar Zähne drin und eventuell ein Herz oder so. Ja, Rose. Ich sag Herz, ist eigentlich auch egal. Weiß wahrscheinlich jeder, was gemeint ist. Da müssen wir nicht hin. Hier ist ein Schalter. Und noch mehr Kisten. Ich glaube, diese Welt ist auch die vorletzte. Müsste. Weil als letzte ist, glaube ich, irgendwie so ein dunkler, komischer Verschlag. Kommen hier Karten oder? Moment. Hä? Hallo. Hallo Weg. Wo bist du? Achso. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, der ist da oben. Was ist denn jetzt, wenn wir hier unten drauf gehen? Ach so, okay. Anscheinend müssen wir Folgendes machen. Und zwar hier den Hut hinstellen, dann zurückrennen, so schnell wie möglich. Und damit die Plattform runterholen. Dann zur Plattform gehen und uns von der hochfahren lassen. Ja, was jetzt nicht geklappt hat. Ich verstehe es doch nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie bin ich gerade überfragt. Ne, die kommt doch so runter. Wie lange bleibt die unten? Kann man hier rüber? Ja, kann man. Okay, wir müssen es doch so machen. Nur, dass wir jetzt einen Moment länger warten. Das heißt, hier den Hasen hin und dann darüber gerannt. Schalter betätigt, auf die Plattform gesprungen und mit der Plattform weg. Das sollten wir eventuell auch ein bisschen schneller machen. Okay, eventuell ist hier doch irgendwas nicht so ganz richtig. Ich weiß es gerade nicht. Aber eigentlich logisch. Okay, wir können das noch folgendermaßen machen. Und zwar so. Ja, das hat uns das hat uns, glaube ich, keine Ersparnis jetzt gebracht. Okay, hier gewartet, bis die Plattform ganz unten ist. Ach so, das Tor ist da hinten. Oh ja, super ist das hier. Ja. Gut. Keine Ahnung. Ich habe absolut keinen Plan, wie das jetzt mit der Zeit irgendwie klappen soll. Weil ich extrem langsam bin und so nicht hinkomme. Ja, gut. Also alles nochmal zurück und das nochmal versucht. Und dann weiß ich auch nicht, was ich da mache. Wir versuchen das jetzt nochmal. Oh, zu weit, viel zu weit. Wenn wir das jetzt einmal so drücken, kommt er dann runter, nee, wir müssen drauf stehen bleiben. Ja, das schaffe ich doch im Leben nicht darüber zu kommen. Was ist denn das? Für keine Ahnung. Oder müssen wir. Nee, es. Oh, Idee. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich schlechte, aber ich habe immerhin eine. Das machen wir so. Rennen dann darüber. Und setzen da dann nochmal den Hasen hin. Und das klappt dann eventuell. Wahrscheinlich ja nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich bin dafür, dass wir hier erstmal irgendwie Pause machen oder so und ich mir das mal angucke, weil ich habe keine Ahnung. Wie soll denn das hier funktionieren? Weiß es nicht. Wenn wir jetzt hier nach da und dann den hier lassen. Moment, noch was geguckt gerade. Okay, es geht relativ schnell. Aber ob das jetzt in der Sache ist, weiß ich auch nicht. Wir versuchen es jetzt so einfach nochmal so, dass wir das hier machen. So, hier ziehen hin, dann rüber gehen und dann von da nochmal versuchen drauf zu springen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil wir eben schon dran gekommen sind. Also eigentlich ist das eher Schwachsinn, was wir jetzt gerade machen. Ja, nee, es funktioniert auch gar nicht. Habe ich irgendwas nicht gesehen? Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Was ist denn das?
Keine Ahnung. Ja, gut, wir machen ja erstmal Pause und machen das dann beim nächsten Mal weiter. Ich habe hier nämlich gerade keine Ahnung. Bis dahin, ciao, ciao.